allgemein mal alte PS-Profi-Folgen gucken, ne? Voll geil. Bei JP Performance ruht Arbeit, denn hier geht's um die wahrhaft wichtigen Dinge des Lebens. Das ist Fabian da, Leute, ne? Zumindest das da. Seht ihr den Jungen? Bis der Chef kommt. Was ist denn jetzt schon wieder los, Jungs? Oh. Die kurze Hose habe ich heute immer noch, ne? Gubi, was machst du da? Schwing die raus da. Abmarsch! Krass, ne, die alte Halle. Das war der Anfang von JP Performance. Man muss sich auch mal was gönnen dürfen. Bevor die Pflicht ruft, ist zumindest ein kleines Race drin. Quasi als Fortbildungsmaßnahme. Denn wer Autos tunt, sollte auch an der Konsole fit sein. Wollt nicht einer kommen heute? Haben wir nicht einen Termin heute irgendwie? Doch. Ich warte die ganze Zeit auf dich, aber du bist ja da am Rumgurken. Irgendwas war heute, ne? Sport1-Zuschauer Massoud ist sogar schon auf dem Weg. Der frisch gebackene Wirtschaftsingenieur will eine Oberklasse-Limousine aus deutschen Landen. Ich geb doch Gas. Oh, mein alter 996 Turbo hier. Hier. Hallo zusammen. Hi. Der 350Z mit Supra. Hi. Was kann ich tun? Wir haben telefoniert. Ich brauche ein Auto. Du wolltest das Auto haben? Ja. Ey, mein Bart sah so peinlich aus, ne? Ich finde sogar, dass ich heute jünger aussehe als früher. Genau. Ja, okay, pass mal auf. Dann schwing ich mal in den Sitz rein. Was für ein Typ. Aber ist Fernsehen nicht echt krass so komisch? Bist du denn? Bist du so ein Typ mit so einem Stern hinten drauf oder was magst du für Autos? Ja, also es muss ein großes Auto sein. Warum so ein großes Auto heutzutage? Der Spritpreis. Digga, Kubiks altes Auto hier. Was ist hier in meinem Gesicht los? Aber guck dir mal den Hallenboden an, ne? Bringt einer rum? Oder Spritpreis überhaupt wichtig für dich? Nee, ist eigentlich nicht wichtig, weil. Ja, weil damals noch 1,20 Euro der Liter war. Die Autos, die schlucken alle. Ja. Von daher ist es jetzt. Ey, Umfrage. Wer guckt von euch noch Fernsehen? Wie viele Leute gucken noch Fernsehen, das will ich gerne wissen. Ob die 3-4 Liter mehr oder weniger, ist dir egal. Also, ist mir eigentlich egal. Ja. Irgendwelche Farben, die wichtig sind für dich? Die Farben, das ist eigentlich relativ egal. Es sollte halt nicht jetzt irgendwas Grelles sein. Also, ja. Aber ich finde, er redet noch okay. Er redet echt noch. Okay, wir hatten echt Leute bei PS-Profis, das war krass. Also schon passend zu so einer Limousine, was Gesetztes, genau. Was Elegantes. Ja. Was mir noch dazu gerade auffällt, du musst hochschalten, Meister. Also Automatikgetriebe ist auch schon mal besser für dich. Oder? Das würde mein Leben vereinfachen, sagen wir es mal so. Aber wenn es sportlich ist, das Auto darf es auch. Also Handschaltgetriebe kommt. Ich sehe echt jünger aus jetzt, ne? Kommst du mit zurecht? Ja, natürlich, klar. Es geht. Klar. Als Ingenieur. Ja, damit habe ich auch meinen Führerschein. Oh, guck mal hier, guck mal. Oh. Und wie viel Kohle willst du ungefähr ausgeben? 82%, also 18% gucken noch Fernsehen. Ja, so um die 10.000. Um die 10.000 Euro, 10.000 eine Limousine. Ist die Schmerzgrenze. Ich würde sagen, wir haben einen ganz klaren Deal. Ja. Ich suche den Auto und ja. Ihr beiden Jungs, kommt mal mit. Boah, Digga, ist die ganze Folge PS-Profis, Alter. Hier müssen wir ein bisschen reden. Die Aufgabe steht, eine deutsche Oberklasse-Limousine als Dampfhammer für die Autobahn. Budget maximal 10.000 Euro. S-Klasse. S-Klasse? Ja. Was für eine S-Klasse? Um die 10 Mille will er haben. Du kennst sie aus mit Mercedes. Was würdest du vorschlagen? S500. Kommen wir hier mit der Kohle? Auf jeden Fall. Die Jungs Hüllemann da ist. Genau, ich habe was gefunden. Mercedes S500. Silber, Vollausstattung. Schwarz, Vollleder. 150 gelaufen aus 99. Ist okay, ne? Er will jetzt haben 9.480 Euro. Mhm. Ist okay. Was hast du? Audi? Audi. Was für ein Audi? Audi S8. Audi S8? Ja. Alu-Karosserie, Allradantrieb. Ja, kein Rost, ne? 4,2 Liter. Stabiler Motor, alles gut. Ich glaube, ich erinnere mich. Ach, hier gefunden, der ist ganz schick, der ist auch nicht so weit weg. 98er Baujahr, 135 gerannt. Ah, doch nicht. Aber da war Fabian bei. Es gab ja nochmal diese andere, die 360. Da war Fabian bei. 60, genau, mit Facelift, wo die Scheinwerfer so cool aussahen. Für 7.950 Euro. Preis ist okay. Ja. Was sagst du denn? Ich sah natürlich BMW M5. War klar. Mein Bart! Wie sehe ich da aus? Ne? Wie sehe ich aus? Ich sehe aus wie ein Clown. Mit richtig Bums in der Bude. Ja, du musst auch denken, die Leute wollen nicht alle driften, ne? Ja, aber vorschlagen sollte man. Also man sollte jeden Menschen zum Driften bekehren.
Ich habe was gefunden. 191 gerannt, ist eine Menge Holz auf jeden Fall, aber 400 PS, absolute Vollausstattung mit Auspuffanlage, allem drum und dran. Sieht sehr gepflegt aus und deswegen steht hier in Dortmund. Also ich würde sagen, ich schieß los zum S500. Okay. Ja, auf geht's. Jetzt komme ich hier mit. Wie, du kommst mit? Ich komm mit. Warum kommst du mit? Ich kann das auch alleine. Es geht um Mercedes, Kollege. Hey, du musst denn mit. Was für ein Mercedes? Du hast schon Erfahrung, ne? Ich sag keiner was. Aber wenn es um Mercedes geht, ich kann das auch alleine. Du weißt immer, wie es ist. Es ist ein Mercedes, Kollege. Quatsch, Süleman. Ich kann auch alleine ein Auto checken. Ich sehe nicht, wenn ich mitkomme. Ich weiß, Luft. Ja. Wenn ich mitkomme, ne? Das ist ein. Du kommst nicht 100% mit. Das ist ein Mercedes, Kollege. Das verunsichert jeden, wenn du mitkommst. Glaub mir. Ich liebe Süleman schon. Über alles. Aber irgendwann. Ist es auch anstrengend. Steh! Stopp! Ich komm mit! Ich fahr alleine! Ey, das ist für dich! Wenn was ist, rufe ich an! Nein, ich komm mit! Süleman! Ich komm mit! Dann erzählt er immer dieselben Fehler von den Autos. Da hat er auch recht. Luftfahrwerk, ABS, Airbag-Lampen, alles richtig. Aber das weiß ich auch. Jean-Pierre sitzt an der Tür. Oh, das Auto vermisse ich ja brutal, ne? Am längeren Hebel. Zurück bleibt ein selbsternannter. Alter. Und geknickter Mercedes-Fachmann. Aber da habe ich den schon verkauft. Seht ihr das Münchner Kennzeichen dran? Ich habe den Porsche an meinen Redakteur damals verkauft. Oh. So, ich habe es geschafft. Bin aus der Firma raus. Alleine, ohne Süleman. Ich schwinge mich jetzt zum Mercedes S. Kennt ihr noch Carsense? Diese Duftdosen, die hatte ich in dem Ding drin. Und ich habe das da reingetan, das war so dumm von mir. Und die Karre hat so krass nach diesem Zeug gestunken. Und das war die alte, abgeschwerte Teststrecke. 500, man muss sich mal überlegen, Leute. 485.000 Menschen waren bereit, über 120.000 Mark für so ein Auto auszugeben. Und jetzt verhandeln wir für unter 10. Wir gucken uns mal an, wie gut er ist. Boah, ich kann mich selbst nicht sehen bei sowas, ne? So, Auto Nummer 1, Mercedes S-Klasse. 5 Meter feinste deutsche Automobil. Ich guck grad nur auf den M3, ne? Technik. Der S500 mit 5 Liter V8. 1999 erblickte er das Licht der Welt und rannte seitdem 153.000 Kilometer. 9.480 Euro soll er kosten. Die Ausstattung ist S-Klasse-mäßig top. Automatik, Leder- und Xenon-Scheinwerfer. Anders als sein klobiger Vorgänger, der riesige W140, bringt die Baureihe 220 wieder Eleganz in das Spitzensegment. Allerdings war ich eigentlich ein geiles Auto, ne? Auch eine ganze Reihe an Elektronik, die vor allem in den frühen... Boah, das Navi, Alter. Das ist das schlechteste Navi, was es... Nicht, was es gibt. Porsche macht noch schlechtere Navis, aber das war schon echt nicht gut. ...in Jahren oft Probleme machte. Das weiß nicht nur der PS-Profi, sondern auch der selbsternannte Mercedes-Experte. Süleman. Hi, ich bin Süleman. Schubert. Und du musst bei denen auf jeden Fall achten wegen Elektrik. Die haben immer viel Probleme. Ich weiß. Frontscheinwerfer. Und was noch? Ein geheimes Tipp von mir ist, wenn du den Wagen anmachst, nur die Zündung und zuletzt nur das Airbag-Zeichen anbleibt. Ja. Und dann heißt das meistens, die haben am Tacho rumgespielt bei den Dingen. Guck ich auch gleich. Aber wenn du willst, kann ich immer noch kommen. Also ich bin immer noch frei. Also wenn du möchtest, kann ich immer noch kommen. Nein, ich komm schon klar, Süleman. Danke. Weißt du? Dann fahren wir in die Stadt, essen schon im Eis, dann darfst du auch mal ein CL fahren mit MAE-Felgen und so. Weißt du? Süleman, alles gut. Ich komm schon klar. Bis später. Ja, okay. Ich wollte dir anbieten. Tschüss. Ciao. So ein Kollege, der ist total Mercedes-krank, wirklich, ohne Scheiß. Was ist denn lackmäßig hier los? Gucken, wie ehrlich der Herr Horn ist. Die bekannten Probleme ja von den Schwellern bzw. von den Türseiten sind ja bekannt, dass da ziemlich rostanfällig ist. Das Fahrzeug ist komplett rundherum lackiert worden. Puh, hast gerade die Kurvenummer bekommen, nur. Ja. Mal gucken, ob du es selber sagst. Weil, guck mal, Spaltmaß. Ist das schwer zu gucken, Alter. Und so, ne? Was ist denn hier los? War das hier das typische Mercedes S-Klassen-Luftleitblechloch hier? Ja. Hat der Audi jetzt seine Hauptrolle gehabt? Wir springen mal ein bisschen, ne? Weil das ist echt krass. Wolltest du nicht eine schwere Frage stellen? Aber ganz kurz, ne? Ganz kurz. Wir schon den BMW und kommt mit. Okay. Wir fahren zum Audi S8. Okay. In welchem Film hat der Audi S8 seine Hauptrolle gehabt? Ich weiß es. Wolltest du nicht eine schwere Frage stellen? Wie heißt denn der Film? Antworte du zuerst. Bleib mal ganz ruhig, okay? Ja, komm. Lass den Konzert. Sag, komm. Transporters? Doch! Nein, Mann!
Transporters. Das war ein BMW. Welcher Teil ist das denn, Transformers Transporters? Das war ein 7er BMW, jetzt bist du dran. Ist doch klar. Robert De Niro, Jean Reno, Ronan. Aber der Junge, ja, also der junge Mann ist der jetzt. Ist das krass? Ich bin der, aber der? So ist das Leben. Es gibt Verlierer und Sieger. Und ist der? Brutal, oder? Die feiern. Guck mal, wie klein der auch ist da. Hä? Ich komme gerade selbst nicht klar. Leute, das wäre doch gelacht. Wir checken den S8. Was denn? Was ist los? Memo an mich. Fabian muss zum Arzt. Da ist die Kamera rum am Verkäufer. Wo ist er denn? Ich geh mal rein. Ich liebe Fabian echt krass. Ich liebe den echt krass. Das ist so cool zu sehen. Der Audi S8 Baujahr 98 ist der älteste im Check. Die Laufleistung von 135.000 Kilometer dürfte für den 4,2 Liter V8 kein... Aber guck mal, Leute, 98? Aha. Ja. Problem sein, Leistung 340 PS. Die gibt's mit Allradantrieb für günstige 7.950 Euro. Echt billig, ne? Die Modelle, ne, der ersten Generation gelten als zuverlässig größere. Weil, ganz kurz, die Folge ist alt, die ist von 2013, ne? Oder so, 2014, 13, nee, doch, 2013, glaube ich. Technische Probleme sind unbekannt. Ärgerlich sind eher hohe Unterhalts- und vor allem Reparaturkosten. Umso wichtiger ist es für JP, ein Für JP... Wichtiger ist für JP ein freies Modell zu finden. So, Fabian, hol schon mal den Verkäufer. Wir können mal in Ruhe gucken, was der Audi uns so hier verraten will. Was ich mal auf den ersten Blick hier, diese Stellen, das liegt nicht daran, dass er im Aquarium parkt, der Wagen, sondern das kommt durch Hitze. Das Plastik hier an der Seite und das Gummi verbindet sich so ein bisschen, dann springt das immer auf und dieser Hitzeschutz unter der Scheibe platzt auf. Und das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass das Auto nicht unbedingt in Deutschland stand, sondern mehr so, wo es warm ist. Jungs. Ja. Hi, mitgebracht. Grüß dich. Hi. So, schieß mal los. Was hast du hier für einen schicken Audi S8 stehen? Eine Rennwagen. Aus 08. Ne, 2000 ist aus 98. Wo ist der Rennwagen? Das ist ein Rennwagen. Der ist ein Rennwagen? Import oder kein Import? Es ist ein vom Ursprung ist deutsches Wagen gewesen. Ist ja. Vom Ursprung? Auch ein Audi? Nein, auch in Deutschland zugelassen. Dann gehen wir von Deutschland nach ins Ausland. Und wohin? Dann kommen wir da. Franzose. Ein Franzose? Oh, oh, Franzosen, oui, immer nach Parkrempeln gucken. Die Autos sind grundsätzlich verballert. So, Fabian, zeig mal, was du mir gelernt hast. Tu mal lieber die Mörchen. Tu mal lieber die Mörchen. Oh, frech. Frech ein Date rausgeholt. So, jetzt haben wir uns genug gesonnt. Wir checken mal die Audi-Front. Was haben wir denn hier, Meister? Frankreich hast du gesagt, ne? Dafür sieht er aber noch ganz schön gut aus. Da hat der Onkel Lackdose aber ganz schön nachgeholfen, oder? Aber wer hat dir denn das beigebracht, Gubi? 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 Ja, du, oder nicht? Von wem hat der das? Von wem hat der das? Unfallschaden? Ja, nein? Was sagst du? Nein. Optik? Nein. Guck mal hier, die Seite auch rein. Und Gummidichtung auch hier oben lackiert. Siehst du das? Die Na und? Na und? Ich sehe das einfacher. Wenn das nachlackiert, dann brauche ich das nicht nachlackieren. Ganz den habe ich doch nicht gehört. Ha? Der ist gut. Er war auch ein bisschen sehr verliebt in sein eigenes Auto. Super Auto, Rennwagen, tolles Auto, super Auto. Hochfesten Stahlteilen und somit entsteht ein Audi Spaceframe. Das Problem ist nämlich bei den meisten Audis so, wenn so ein Audi einen Unfallschaden hatte, sind die Reparaturkosten oder das Gutachten für die Reparaturen sehr, sehr hoch, weil Alukarosse und dann kommen Gutachten zustande, die sind unglaublich. Man sieht so einen kleinen Frontrempler oder Kotflügelschaden, da sind schnell mal 5.000, 6.000 Euro ins Land gegangen. Ich hatte vor kurzem einen routinemäßigen Zahnriemenwechsel, perfekt für Sport. Fühle hier ab. Und vielleicht ist er nicht so cool wie der Russe, ne? Das bleibt der einzige Mangel am S8. Fahrwerk, Lenkung, Motor und Automatik sind in einem guten Zustand. Da kommt Freude auf. Sonst geht aber alles klar. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor Preisverhandlungen, aber machen wir schon. Ja, aber machen.
Und das ist echt krass. Fabian war damals schon echt stark, ne? In seinem Ausdruck. Und da ist er ja ein ganz, guck mal, wenn der jetzt, ja, guck mal, das ist ja ein Kind, das ist ja 22, 23 Jahre alt, Leute. Solange Vitali, Wladimir nicht kommen, alles super. So, André will 7.950 Euro haben für das Ding. Das ist ein Preis, der wirklich schon berücksichtigt, dass er nicht super Taco vom Zustand ist. Schon mal fair, wirklich. Technisch ist das, was wir wirklich beachten müssen bei dem Auto. Motor läuft gut, Getriebe schaltet gut. Fahrwerk okay, Lenkung auch noch präzise. Ich denke, 7.950 ist ein Preis, der akzeptabel ist. Wir gucken mal, was noch geht, aber eine 6 sollte schon vorne sein im Preis. Eindeutig. Das Ziel steht. Jean-Pierre will keine 7.000 Euro für den S8 aus der ersten Generation bezahlen. Mann, ne? Oh, meine Güte. Ist lauter jetzt, ne? Ich denke schon. Wo habe ich die denn angeguckt? Bin ich wirklich ein M5 gefahren? Guck an, guck an. Ey, ihr müsst euch überlegen, für mich ist das so. Ich gucke die Sendung. Und ich habe das so verdrängt und so vergessen. Ich habe die Sendung ja jahrelang gemacht. Fast 10 Jahre. Oder über 10. Und ich erinnere mich nicht. Da ist er ja. Ja. Also man packst du immer so? Ich darf das. Oh, okay. Also 1, 2, 3 Parkplätze gehören dir, oder was? Ja. Für einen M5? Ha, da muss das so sein. Oh, du beweist schon mal Geschmack. Vom Klang. Hast du drunter gemacht, den Auspuff? Den Auspuff habe ich schon drunter gemacht, ja. Sympathischer Mann. Guck mal, damals konntest du einfach noch. Ey, Leute, ich bin damals, habe ich bei dem E92 M3, ich habe mir einfach meine Abgasanlage selbst gebaut. Ich habe mir bei Sandler, habe ich mir Dämpfer gekauft, 76er Rohr und habe mir die Endrohre, Dämpfer, alles selbst gebaut und bin einfach gefahren. Bis gleich. Probefahrt. 5,3 Sekunden dauert der 100er Spurt. JP muss jetzt die Seitenschwelle, herausfinden, ob der 400 PS M5 totgetreten wurde. Was wirklich geil ist, ne? Immer kurz bevor man so einkurbelt, wenn man losfährt, dieses Gewitter hinten, ne? Konzentration bitte. Schließlich gilt Käuferregel Nummer 1, niemals auf den ersten Blick verlieben. Jetzt ist ein kühler Kopf gefragt, trotz Power und Sound. Man muss sich überlegen, 200.000 Kilometer ist dieses Auto schon auf den deutschen Straßen, auf irgendwelchen Straßen dieser Welt hin und her gejuckelt. Das ist schon was. Radlager, Getriebe, Motoraufhängung, all das hat 200.000 Kilometer auf dem Buckel. Und dafür fuhr der Bursche wirklich noch knackig. Getriebe war noch wirklich im Butter, Motor war... Getriebe ist aber auch ein sehr... Das E39 M5-Getriebe war echt gut. Ein Butter, alles fühlte sich gut an. Und spricht wieder für die Qualität. Was hast du überhaupt schon mal Probleme mit dem Auto? Ich hab nie Probleme mit dem Auto gehabt, ne? Aber auch, ich bin in voller Metal-Mallischer Montur da, ne? Nie? Nie. Nie? Nie. Nie? Nee. Wirklich nicht, nein. Du bist nicht in der Polizeikontrolle? Nie? Nein. Okay. Auch wenn die Probefahrt noch so gut lief, JP, wie teuer war der denn? Immer misstrauisch. So. Oh, vom Stadion da. Ich habe immer so gedacht, standesgemäß, für einen der geilsten V8-Autos der Welt stelle ich mich genau hier hin. Vor das geilste Stadion der Welt. In Dortmund. Signal Iduna Park. Da, wo Magic happens. Aber merkt ihr, dass ich anders rede? Ich meine, ich bin dankbar und ich finde auch geil. Was geil? Also ich bin sehr krass. Das Gebäude stand hier noch gar nicht. Seht ihr das hier? Hier ist voll das Riesengebäude jetzt. Also ich bin... Oder das steht da, oder war das nur kürzer? Egal. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Chance damals bei den PS-Profis bekommen habe. Wir gucken mal, ob wir die erste Folge PS-Profis gleich finden. Aber ich schreibe es auch gerade schon, es wird gespielt. Und wisst ihr, warum das gespielt ist? Weil einfach zwischen den Aufnahmen so viel Pause und so viel Zeit ist. Es ist so schwer, da der normale Mensch zu bleiben. Und das ist so krass. Das ist so. Stehst du? Und ist auch nicht lustig. So, sollen wir beiden mal außen rumgehen? Was sagst du denn dazu? Scheinen wir vor. Warum? Keine Ahnung.
Wegen dem Reifen noch? Und wie viele Reifen du hinten hast und wie wenig vorne? Weil er wäre nämlich kein Rad mehr zwischengekommen. Ne? Hier. Die Kollegen brauchen nämlich Platz, damit es auch klingt. Und deswegen die Batterie, warum ich ihn so liebe? Klar, er ist ein hochverdichter Saugmotor. Das Verdichtungsverhältnis bei einem Motor? Ganz simpel gesagt. Man muss sich so überlegen, wir haben ja so, ach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klar, Fischer. Was hältst du davon, wenn ich dir einfach mal so 10.000 Euro glatt sage? Da bist du noch 5. 10.000 Euro. Warte mal. Warte. Das Mobile hier. BMW M5. Wo ist der M5? M5? Ich gebe mal lieber so E39 ein, ne? Bei Baujahr nämlich nicht gerade das Baujahrfenster. 20, 22, 40, 20, 25, 44, 17. Rechtslenker. Weil das ist doch krass, Leute. Das ist doch genau die Entwicklung. Die Autos waren billiger und werden jetzt wieder teurer. Stell ich 10 Mille glatt, 2.000 gelaufen. Das tut aber weh. Das gehört dazu. Das wird auch keinen Spaß machen, ne? Das gehört auch dazu. Warte mal. PS-Profis, erste Folge. Nein. Oder? Das ist die erste. Nein, auch nicht. Wie viele Folgen, ne? Wie viele Sachen. Das ist so unglaublich. Das war die 350Z-Folge, das weiß ich noch. Und wieder vorm Stadion gedreht.